Gut bei mir, Helena Moser-Tehler. Sie ist Projektleiterin Zukunft Kita Schule Hitz Fischb. Was plant Fischb in den nächsten Jahren? Fischb will sowohl Kita, die außerschulische Kinderbetreuung und Schule massiv ausbauen. Aufgrund der mangelnden Plätze, die in der Kita und in den außerschulischen Plätzen bestehen, wie aber auch in den Schulen, fehlt es an allen Orten an Räumen und das will Fischb ausbauen. Was will man vor allem ausbauen? Man will vor allem also einerseits die Kita und die außerschulische Betreuung ausbauen. Und da hat sich die Gemeinde dafür entschieden, eine zentrale Lesung anzugehen. Und nachher will man Kindergärten ausbauen. Also es gibt 4 neue Kindergärten hier in Fischb. Plus auch in den Primarschulen und in der OS wird ausgebaut. Und was auch neu ist, ein eigener OS-Mittagstisch. Was die Kindergärten betrifft, da hat man ein Projekt lanciert, ein Pilotprojekt. Was sieht das vor? Also das Pilotprojekt ist ja vor allem vom Ressort Bau schon vorher erarbeitet worden, in Zusammenarbeit mit den Schülern. Und da will man die bestehenden Bauten erneuern, sanieren. Und da hat man jetzt auch schon die Planung für den Prototyp. Ihr habt vorher von einer Zentralisierung geredet, so von einer Zentrale. Wie soll das genau aussehen, hier in Fischb? Hier haben wir uns zuerst Gedanken gemacht, 2 Standorte, und sind dann zur Lesung gekommen, dass wir zukünftig wirklich an einem Standort in unmittelbarer Nähe von der Schule ein neues Gebäude planen für die Kita und die außerschulische Betreuung. So dass man wirklich sagen kann, eine Eingangstüre für alle Kinder vom 3 Monate alten bis zum 12-Jährigen in unmittelbarer Nähe zur Schule, weil das ist ein absolutes Muss, die Zusammenarbeit, weil sonst funktioniert das nicht. Wo genau kommt das Gebäude zu stehen? Wie sieht der zeitliche Rahmen aus? Die Idee ist, dass das Gebäude im neuen Sägematten-Quartier entsteht, sofern die Dorfversammlung das Quartier bewilligt und unterstützt wird.